suche ja natürlich, das heißt, ich... So! Na, wir haben das ja eigentlich nicht mehr nötig, uns noch erst kennenzulernen. Wir sind einander doch schon recht nahe gekommen. Nein, wir werden uns bestimmt mit der Zeit sehr gut verstehen, Sie freuen mich immer besser. Ja, sagen Sie, lieben Sie vielleicht auch mich, Herr Doktor? Ja, ja! Weil ich nämlich alle Menschen liebe, da kommt es mir nicht mehr drauf an. Schau, das ist noch das alte Schachspiel mit den lustigen Figuren. Schachspiel, ja, das ist total, das habe ich gar nicht gewusst. Sagen Sie, Herr Doktor, spielen Sie auch Schach? Oh, leidenschaftlich. Aber nein. Das ist ja auch eine ausgezeichnete Beruhigung für das Leben, wenn man nämlich lernt, dass mit dem Verstand alles geht. So. Thomas? Jawohl. Also, gegen wen spiele ich? Bitte, bitte. Nein, ich kicke sehr gern. Ach, ihr verbindet euch gegen mich, was? Na schön, gut. Wir wollen sehen. Also? Bitte, fang an. Ja, gestern hast du angefangen. Aha. Ja, meine liebe Marie. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Die spanische Partie. Na, was ist denn? Nein, für heute wird ein Bauern. Diese Tricks kenne ich. Los! Achso, du bist. Ich mach nur das Fenster auf. Aha. Ausgezeichnet. No, was jetzt? Draußen ist es ganz finster. Der Wald rauscht. Die Nacht hüllt alles ein. Na ja, so hast du dir's ja gewünscht, ne? Ja. Ich verstehe gar nicht. Ja, das muss einem doch zu Herzen gehen, wenn so ein Mann gar keine Vernunft annehmen will. Na ja, mein Gott, die Männer. Die erste Zeit sagt man sich doch immer, na, bis er halt nur erst einmal ein bisschen älter sein will. Ja, und wenn es dann so weit ist, ist es noch ärger. Aber Frau Bollinger, haben Sie denn noch nicht bemerkt? Was denn? Die Männer werden doch gar nicht älter. Ja, nein, die Männer werden immer jünger. Bis dann der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später, so um die Mitte der 50 halt, wieder wie die Kinder sind. Und danach muss man sich errichten. Und wenn man es erst gewöhnt, ist ganz schön. Wenn er nur das Verfluchte saufen lassen kann. Naja, der eine hat halt das und der andere das. Mit jedem Jahr wird es noch ärger. Mit jedem Jahr wird es noch ärger. Und deswegen, Frau Bollinger, ja, deswegen ist es notwendig, dass die Frau mit jedem Jahr gescheiter wird. Das ist doch schon, das natürlich. Aber ich bin dann so ein Mann, dass doch da wenigstens anerkennen wird. Immer anerkennen wollen Sie uns nicht. Ja, da möchte ich bloß wissen, wozu hat man dann eigentlich einen Mann? Ja, weil er einen doch braucht. Dazu, Frau Bollinger, hat man ihn. Ja, das ist wenig. Naja, aber immer noch mehr. Als wenn Sie gar keinen hätten, das wären auch nicht recht. Gar keinen, das wäre man natürlich nicht recht. Aber eines muss ich offen sagen, einen anderen, wenn ich einen hab, kenne. Noch nein. Ja, aber einen anderen, den kriegt man nicht. Denn wenn man einen anderen kriegt, ist auch wieder dasselbe. Wir haben's mehr. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Na, ausgeschlafen. Die Männer sind schon längst davon. Kann ich einschenken? Oh ja, bitte, ich bin hungrig. Frühstück ist sonst immer im Bett.
habe ich ja ganz vergessen. Na, da wäre der gnädige Herr Schenkel. Wieso? Hat denn der Herr noch nicht gefrühstückt? Nein, nein. Aber, ja? Darf ich Ihnen etwas raten? Ja, ja, ich möchte Ihnen raten, mit dem Frühstück lieber zu warten, bis mein bis Gustav kommt. So? Ja, er ist dazu gewöhnt. Er mag das gar nicht, wenn mit dem Frühstück nicht auf ihn gewartet wird. Ja, was Sie? Was? Nicht? Ja, Sie frühstücken doch auch schon. Ach so? Ja. Ich brauche doch nicht auf ihn zu warten. Jetzt doch nicht mehr. Ja, richtig. Aber Ihnen könnte das sehr verargen. Und mit Recht. Denn wir müssen die Gewohnheiten des geliebten Mannes achten. Darum möchte ich Sie auch gern, wenn es Ihnen leicht ist, in alles einweihen. Denn Sie können sich gar nicht vorstellen, wie furchtbar empfindlich er ist. Ich bin sehr dankbar dafür sein. Rositin, wollen Sie nicht ein bisschen bei mir bleiben? Nein, ich möchte mich lieber etwas weiter wegsetzen. Der Geruch des Kaffees. Ich bin gewohnt, im Bett zu frühstücken. Und nein, das mag er gar nicht. Nein, gar nicht. Es wird schon gehen. Haben Sie gut geschlafen? Oh ja, danke. Ich bin immer aufgewacht. Aber war nur so, als wenn Sie leise weinten. Oh, ich war ja auch im Schlaf. Ach, mir war bang. Das alles ist doch so seltsam. Ja, das lässt sich ja begreifen. Sie hatten sich's wohl anders gedacht. Ich war so leid um den Franz. Was um den Franz? Warum? Wir werden zusammen sehr glücklich sein. Hätte das nie von ihm gedacht, noch nicht ein Jahr nach unserer Hochzeit. Männer sind so schlecht. Ich will von keinem Mann mehr was wissen. Das glaubt man immer. So. Ja. Jetzt ist alles doch. Ja, wann ist denn der Herr schon vor? Ein aller Früh schon. Mir scheint, das Bett war ihm nicht recht. 2 Stunden ist wenigstens her. Ja, der Kater kann es nicht mehr lang dauern, bis er kommt. Wann ist denn mein... Ich meine, wann ist denn der Herr... Was meinen Sie denn, nicht? Ja, ich meine, ob... Nein, ich meine, wann... Die gnädige Frau meint, wann der... Sie meint, ob die beiden Herren zusammen fort sind. Nein, nein, der andere Herr ist viel später vor. Für den Dienstboten geniert man sich doch sehr in solchen Fällen. Ja. Für die meisten ist es aber ein Glück, dass sie sich wenigstens vor den Dienstboten schämen. Ich bin doch lieber frühstücken. Ich glaube, es tut mir nicht ein Wort. Jura, ich weiß nicht, ich wage es. Ja, dann kann doch der Ding nicht verlangen. Sie werden sich noch wundern, was er alles von Ihnen verlangt. Wenn Sie erst verheiratet sein werden. Der gute Kustel, der kann ihn schon in Atem halten, ja, ja. Denn eigentlich ist doch der hochberühmte große Mann ein furchtbares Kind, das keinen Schritt weiter kann, wenn er nicht hilft und nicht für ihn denkt und nicht alles für ihn tut. Und eigentlich ist doch das etwas sehr Schönes für eine Frau, so das ganze eigene Leben aufzugeben und den geliebten Mann als Opfer darzubringen. Das ist doch eigentlich das Schönste, was eine Frau erleben kann. Ja, darüber reden wir doch heute eigentlich schon ganz anders. Heute darf doch auch die Frau schon ihr Recht auf eine gewisse Freiheit. Oh, seine nicht. Seine nicht. Das werden Sie schon merken, wenn Sie erst verheiratet sind. Ja, ich bin doch schon verheiratet. Ja, Sie waren schon verheiratet. Aber mit Gustl ist doch das ganz anders. Da hat man doch keinen Augenblick Ruhe. Gar im Herbst, wenn er seine große Tournee macht. Da war ich wirklich manchmal schon ganz erschöpft. Ohne mich ging es ja gar nicht. Ich muss immer mit, wenn ein Konzert hat. Nämlich, wenn es ein wirkliches Konzert ist. Und die wirklichen Konzerte, die sind ja doch beinahe noch öfter. Und da ist er dann ganz anders. Da ist er nämlich aufgeregt. Ach, schrecklich, schrecklich. Und ich muss ihn anziehen wie ein kleines Kind. Und da ist ihm der Kragen zu eng und die Krawatte sitzt nicht und die Schuhe drücken. Na, schrecklich, schrecklich. Und dann in so einem in einem heißen Künstlerkammer warten, während er draußen spielt. Ja, das ist auch nicht lustig. Ja. Dafür sitzt man danach im Hotel allein. Weil er geht noch aus mit den Enthusiasten und mit den Enthusiastinnen. Und
da darf natürlich eine Frau nicht mit. Ein verheirateter Pianist, das macht sich nicht gut. Kommt aber dann ins Hotel zurück, so um 3, 4 Uhr früh. Da weckt er mich dann auf, denn da ist er sehr mitteilsam. Da wird dann alles erzählen. Ich muss aber morgen aufstehen und warten, denn mit dem nächsten Zug geht's ja weiter. Und da dürfen Sie um Gottes Willen nicht reden oder gar irgendwas fragen in der Früh. Da vertragt er das gar nicht. Ja, ja, das ist ein ganz anderer Gustav Heinz, den Sie dann kennenlernen werden. Ja, aber den haben Sie dann dafür ganz für sich allein. Nee, das werden Sie schon alles merken, wenn Sie erst verheiratet sind. Bin ja noch nicht verheiratet. Ja, ich verstehe ja Ihre Ungeduld. Wir haben ja alle trachten, die Formalitäten möglichst zu beschleunigen. Aber jetzt seien Sie nett, erzählen Sie mir auch etwas von meinem Mann, von Ihrem Mann. Ich muss ja auch umlernen. Herr Franz, ja, da müssen Sie mich schon entschuldigen, aber Franz, da weiß ich wirklich gar nicht. Franz, ist nicht so interessant. Was denn? Franz, was denn? Ich? Gar nichts, was soll ich denn haben? Doch, da habe ich ja Hunger. Ich will ein bisschen an die frische Luft. Ich werde hinter dem Haus warten. Entschuldigen Sie mich. Just, ich habe ein guter Kopf. Weil ich nämlich dann in die Klamm hinuntergehe, was der Fleischhacker morgen bringen soll. Da müssen Sie den Herrn fragen. Den Herrn habe ich nicht gefragt, aber der Herr hat gesagt, ich soll ihn Ihre Frau fragen. Wie? Ja. Nein, mich wird er nicht gemeint haben. Ausdrücklich hat er doch gesagt, ja, dann müssen Sie die gnädige Frau fragen. Da wird er die Frau Jura gemeint haben. Oh. Ach so. Ja, aber wer hat dann die Frau Jura? Frau, entschuldigen bitte. Was er alles weiß und wie er mit der Natur verbunden ist, wirklich ein ungewöhnlich gescheiter und sympathischer junger Mann. Ja, da wächst jetzt eine neue Generation heran, die ganz anders empfindet als wir. Damit müssen wir... Ja. Was ist denn mit dir heute? Hm? Ich habe schon gefrühstückt. Ohne dich? Ich werde gleich die Freiuhr an. Meine... Na Marie, du denkst doch nicht, dass ich dir glaub, dass das alles dein Ernst ist. Franz hat mein Wort und ich hab's selbst. Ja, aber Marie, in deinen Jahren. Und dieser junge Mensch... Du hast gerade gesagt, wie sympathisch, wie gescheit. Ja, aber der ist um 10 Jahre jünger als du. Und wie viel muss sie dann erst jünger sein als du? Nur will ich sie denn heiraten? Ich denke gar nicht dran. Ach, du denkst nur daran, mich zu betrügen. Wieso betrügen? Du hast doch immer gewusst. Aber jetzt will ich nicht mehr, nein, ich will es nicht mehr tragen. Ah, ja, jetzt auf einmal. Marie, du bist launenhaft. Ja, Marie, du bist sehr rücksichtslos. Das ist kein Gespräch am frühen Morgen. Du weißt, dass ich in der Früh Ruhe brauche. Ja, das tut mir furchtbar leid, Gustav, aber wir werden jetzt doch einmal ernst miteinander reden. Nein, Marie, ich will nicht. Ja, ich will aber, und dieses eine Mal im Leben wirst du schon tun müssen, was ich. Nein, und das heutige Tag. Nein, 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 nein.
hätten wir. Aber wo ist denn Ihr Mann? Das haben wir uns denn wieder geschrieben. Ja, so. Ich hab gedacht, wir sind ja unter uns. Franz? Ja? Komm mal her. Was denn? Ich hab fast einen Verdacht. Aber nein. Ich hab fast einen Verdacht, als wärst du nicht ernst. Na, das ist nur, das glaubt man immer, weil ich halt nicht ernst ausschauen kann. Nein, Marie, was ich mal versprochen habe, das halte ich schon. Ich hoffe. Ja, das wäre doch schändlich. Aber wo ist denn dein Mann? Ja, komm gleich. Er duft dich da draußen ein bisschen aus und dein Frühstück steht noch da. Da kommt er vor. Weißt du, Marie, mir kommt vor, als ob du deinen Mann ein bisschen unterschätzt. Glaubst du? Ja, sicher. Er mag ja manches haben, was für eine Frau vielleicht nicht ganz angenehm ist, zugegeben. Aber ich muss doch sagen, er ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Ich habe das bis jetzt gar nicht so gewusst. Durch seine Maske, durch seine Pose, da darf man sich nicht täuschen lassen. Dahinter steckt doch im Grunde ein sehr echter und wirklicher Mensch. Wenn wir ich jetzt einmal näher kennen und überhaupt die Gabe hat, einen Menschen, menschlich anzufassen, der muss doch sagen... Glaubst du? Na sicher. Ihr seid alle ungerecht gegen mich, das habe ich schon gemerkt, ich war ja auch... Aber warte, jetzt wo ich ihn kenne, werde ich nicht nachgehen. Ja, schön, Franz, aber das war doch eigentlich nicht der Zweck, weswegen wir hergekommen sind. Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß, ob du mich gerufen hättest, Frau Marie. Ach ja, ja. Und mal gerade recht. Wir streiten nämlich, weil Frau Marie, wie das so oft in der Ehe vorkommt, ihren Mann völlig verkennt. Und den inneren Wert dieses Menschen überhaupt nicht sieht. Aber du wirst mir doch beistimmen, dass du auch das Gefühl hast, dann bist du... Und was siehst du, was lachst du? Ich lach ja gar nicht. Wenn man mit Frauen einmal ernst redet, fangen sie zum Lachen an. Zunächst aber ist es für Frau Delfine viel wichtiger, dass sie seine Schinkenschnitten kennenlernt. Die sogenannten Heinz-Schnitten. Es gibt doch eine Heinz-Torte. Lassen Sie mir nicht vergessen, dass ich Ihnen das Rezept gebe. Also, möglichst dünn geschnitten das Brot, nämlich möglichst dünn, haben Sie bemerkt, und möglichst dick belegt und erliegt eine zierliche Form. Bitte. Oje, du mit deinen ungeschickten Pfoten, da bin ich nicht. Guten Morgen. Nun, alles gesagt. Also Professor, wir müssen unbedingt nochmal zu dem Tümpel. Unbedingt, ich bin sehr gespannt. Wie sagten Sie, heißen diese Dinger? Euglene. Klingt sehr gut. Und Sie behaupten, man kann nicht entscheiden, ob es Pflanzen oder Tiere sind. Nein, Sie selbst können sich nicht entscheiden. Die guten Euglenen selbst. Und so schweben sie zwischen Tier und Pflanze, von jedem ein bisschen nichts ganz. Naja, ebenso wie der heutige Mensch, zwischen Tier und Gott schwebt und sie noch nicht entscheiden. Ich sage nicht herrlich, herrlich. Das ist herrlich. Was ist das? Eine Schnitten hat zwei Monate bereits. Jede Minute schaut in meinem Zimmer, was denkt beim Pümpel also? Ja, ich komme gleich nach. Ja, und da hätte ich auch gern, wenn du einen Moment Zeit für mich hättest. Aber gern, Franz, für dich doch immer, wann du willst. Nein, so wichtig ist das gar nicht, ich melde mich dann schon.
Adieu, Delfino. Was will er von dir? Interessierst du dich auch für Eugenen oder wie diese Pflanzen sicher heißen lassen? Vielleicht. Ich muss dir sagen, Frau Delfine, Sie haben mir Ihren Mann ganz falsch geschildert. Ich habe einen langweiligen, trockenen Wissenschaftler erwartet und finde einen durch und durch künstlerischen Menschen, dass Frauen so gar keine Blick für den inneren Wert eines Mannes haben. Sie können jahrelang mit ihm leben, ohne zu bemerken, wer er ist und was sie an ihm haben. Wie viel Fleisch zu den Kulpern, ihr Frau? Frau Delfine, Herr Pollinger, fragt Sie. Ich? Ja! Was für Fleisch bestellt werden soll? Ja, aber ich weiß doch nicht. Pollinger! Ja? Hast du schon in aller Frühe einen Sitz? Nein! Ja, wen fragst du denn? Regie Frau! Regie Herr, sonst sind die Frau Frau. Und die Frau, sonst sind die Frau Frau. Pollinger, du redest dir! Mir ist ja ganz gleich, aber ich muss doch wissen, was für ein Fleisch. Ja, wer ist denn hier die gnädige Frau? Ja, ich habe mir schon gedacht, die gnädige Frau ist die gnädige Frau. Aber die gnädige Frau ist schon die gnädige Frau, ist die gnädige Frau. Da kennt sich ja kein Zahn mehr aus. Ich bin denn da lieb. Peter, du stürzt nicht so rein. Klopf wenigstens an. So, jetzt auch? Ja, natürlich jetzt auch, ja. Aber warum jetzt nicht? Gut! Nein, das ist unglaublich. Sag mal, hast du es darauf abgesehen? Oh, ja, darf ich Sie bitten, einen Augenblick allein zu lassen? Ja, ich kann das reden. Drinnen steht ein altes Pianino, da können Sie üben, das wird Ihnen gut tun. Aber lassen Sie doch ja frühstücken. Ja, aber Sie bitte mal später frühstücken, daran ist noch keiner gestorben. Nicht wahr? Das machten Sie doch nicht. Oh nein, danke. Ja, Sie sollten überhaupt jeden Morgen viele, viele Stunden üben. Es ist wirklich nicht sehr höflich zu deinen Gästen. Mein lieber Volker, wie kannst du dem Pollinger sagen, er soll mit Frau Jura unseren Haushalt besprechen? Da frage ich doch jetzt kein Recht mehr, hier Anordnungen zu treffen. Ach, okay, Unsinn. Da soll ich dir doch einmal feierlich versichern, dass es dir gar nicht einfällt, sie zu heiraten. Arme Frau, was wird sie dann anfangen? Oder der geht sehr gut bei ihrem Mann. Du vergisst nur wieder, dass ihr Mann ja jetzt bald mein Mann sein wird. Wieso? Aber nein! Sag, was ist euch da bloß eingefallen? Von ihm kann ich ja noch verstehen, was soll er mit der Kleinen anfangen, aber du hast doch schließlich nie. Wann denn? Wie? Schlage, wann ich dich habe. Ja, wenn du müde bist oder krank. Oder wenn du mal keinen Erfolg gehabt hast. Ja, und beim Essen, das auch, ja, zu meiner Kochkunst, das zu vertrauen. Aber weißt du, das ist doch ein bisschen wenig für eine Frau. Ja, aber soll ich dir jetzt auf der Stelle eine Liebeserklärung machen? Ah, ja. Nein, das wäre wirklich zu lächerlich in meinen Jahren. Wenn du nicht fühlst, was du mir bist, dann kann ich es dir nicht erklären. Ich kann's nicht. Na ja, doch, du kannst es sonst ja gut. Wenn man den Enthusiasten nicht glauben darf. Naja, die sogenannte Liebe, finde ich, habe ich auch damit. Liebe. Lieb, ich meine wirklich lieb, habe ich nur dich. Das ist ein großer Unterschied, ob man eine lieb hat oder ob man sie bloß liebt. Mein lieber Lustig, das auch einmal zu erleben. Man wünscht dir das nicht, das steht nicht dafür. Sag Mutz, warum bist du auf einmal so ungemütlich an einem so wunderschönen Tag? Willst du mir die Laune verderben?
Du hast sie mir auch oft verdorben. Ich dir? An den schönsten Tagen, wenn ich allein zu Hause gesessen bin. Ich gewusst habe, dass du ein Konzert hattest. Eins von diesen Konzerten war auch ungemütlich, Gustav. Na, du hast nie was gesagt. Du hättest es merken können. Na, ich soll mich auch um alles kümmern. Sag einmal, Lutz, was hast du denn? Was ist denn los mit dir? Ich hab nachgedacht. Ich hab gefunden, dass das keine Ehe ist, wie wir zusammenleben. Gut, Ehe, Kind, Ehe, mein Gott, dann nenn's halt anders. Die Hauptsache, die ist schön. Für mich ist wunderschön. Für dich nicht? Für mich? Ja. Wunderschön. Jetzt klammer dich nicht an Worte. Du weißt genau, was ich meine. Wunderschön. Wunderschön ist mein Gefühl für dich. Na, also sei froh. Aber es könnte sein, dass ich gerade deshalb, weil ich mir dieses wunderschöne Gefühl bewahren will, von dir weg muss, bevor es zerbröselt. Mit den Jungen. Marie. Marie, ich warne dich vor dieser Sorte von Männern. Das sind Blender. Glaube mir, ich kenne die Menschen. Nein, Gustav, nein, das tust du wirklich nicht. Du richtest dir die Menschen so her, wie du sie brauchst, wie du sie gern siehst. Deswegen hast du auch in mir eine stille, kleine, brave Frau gesehen. Glücklich im Antlitz deiner großen Natur. Aber ich habe gedacht, du nimmst mich nicht hin und sagst dir, so ist man nun einmal. Und wenn man ihn verändern wollte, dann würde er höchstwahrscheinlich verkümmern. Aha, so wie die meisten Menschen. Du musst mir zugestehen, dass ich mir die größte Mühe gegeben habe, dich nicht verkümmern zu lassen. Ich kann nicht leben wie ein Schneider. Ich brauche Glanz und Abwechslung um mich. Noch immer? Ja, natürlich noch immer, aber jetzt mehr denn je, oder findest vielleicht auch du mich schon alt, ja, so wie der Zeitungsschmierer, der da unlängst geschrieben hat, der noch immer jugendliche Gustav Hein, das ist eine Frechheit. Noch immer jugendlich, ha, weil sie mir beruflich nichts antun können, rechnen sie mir meine Jahre vor. Aber ich trete noch lange nicht ab, ich nicht. Die Frauen machen den Erfolg eines Mannes, darum braucht man sie. Man braucht sie auch sonst. Ich bin nicht gewillt, alt zu sein. Ach, Gustav, ist das nicht ein bisschen so, wie wenn sich einer weigert, die Sommerkleider abzulegen, damit der Winter nicht kommt? Am Ende kommt der Winter, aber doch, und du frierst umso mehr. Naja, immerhin hast du mir sehr ganz plausibel gemacht, warum du immer wieder anfängst. Ja, wenn du dich nur abgewöhnen könntest, immer zu sagen, ich fange an. Na, wer denn? Na, ich doch nicht. Ich will mir doch nicht einreden wollen, dass Sie anfangen, Gustav. Sie? Das will ich nicht behaupten. Es fängt mal an. Ja, das ist so wie beim Schach. Denken wir zwei gute Spieler. Kaum fängt der eine an, schon weiß der andere, aha, die spanische Partie oder das Damengambit. Und dann geht's ohne nachzudenken. Zug und Zug. Ja. Ja, und genauso ist es mit den Frauen. Auf einmal bist du mitten im Spiel, noch bevor du nachgedacht hast. Ja, sei gerecht. Und jetzt pass mal auf. Pass auf. Ich muss in Gesellschaft gehen, das gehört zu meinem Beruf. Kaum sitzt man beim Souper, schon fühlt sich meine Tischnachbarin verpflichtet, mit mir über Musik zu quatschen. Das halte ich nicht aus. Also wechsle ich das Thema und sage zum Beispiel originellerweise, gnädige Frau, Sie sind eine seltsame Mischung von Charme und Geist. Na, mehr habe ich nicht gebraucht. Wieso finden Sie das, Herr Professor? Das müssen Sie mir erklären. Das hat er mir nämlich schon öfter gesagt. Also bemühe ich mich, der dummen Locken zu erklären, wieso sie eine seltsame Mischung von Charme und Geist ist. Ich führe Beispiele seltsamer Frauen aus der Geschichte an. Endlich lande ich bei Goethe und der Frau von Stein. Damit bin ich für den Rest des Abends versorgt und wenn ich bin, noch für die nächsten Wochen. Und da sagst du mir, ich fange immer an. Ich glaubst du, mir geht das nicht selber auf die Nerven. Mutz, ich schwöre dir, in ein paar Jahren ziehen wir fort aus der Stadt. Hier herauf in unsere Hütte. Nein, lieber nicht in die Hütte. Ja, wohin du willst, ans Meer, in die Wüste, nur fort aus der Stadt, zu uns selbst. Und dann, Mut, dann sollst du...